Das ist doch jetzt nicht wahr. Ich habe mich extra positioniert, damit ich Wally fotografieren kann. Da kommt Merlin einfach so ins Bild geschossen und macht hier eine Fotobombe. Merlin, hau ab! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wir stehen hier am Strand und ihr seht schon, hier herrscht gerade so reges Chaos. Scar ist da. Ich werde hier direkt die ganze Zeit belagert von irgendwelchen irgendwelche Schildkröten. Die sind auch total süß und niedlich. Aber ich habe nur noch einen Seetang und ich kann euch jetzt nicht mehr damit füttern. Weil, soweit ich weiß, muss man die, glaube ich, einmal am Tag füttern. Deswegen auch dieser Haken hier unten. Meine ich zumindest, dass ich das richtig verstanden habe. So, ich habe jetzt die Aufnahme gedrückt, obwohl ich noch voll bin. Das war jetzt natürlich sehr clever von mir. Deswegen werde ich jetzt eben nochmal schnell die Beeren mitnehmen und die Muschel. Bananen haben wir so viele noch. Und werde kurz mit euch nach oben gehen. Und dafür Sorge tragen, dass wir da... Ach so, Moment. Ich habe, glaube ich, jetzt... Genau, ich habe auch nur noch wenig von den... Ja, ich weiß gar nicht. Was sind das für Beeren hier oben? Ich habe keine Ahnung. Brombeeren? Irgendwas in der Art. Da sollte ich vielleicht auch noch mal kurz ein paar von mitnehmen. Ich weiß. Ich bin hier jetzt mega vorbereitet dafür, dass ich gerade die Aufnahme gestartet habe. Aber ich denke mal, ich hoffe mal, dass ihr mir das verzeihen werdet. Weil, wir haben nämlich eine Sache. Das muss ich euch übrigens kurz auch erklären. Das ist nämlich nebenbei passiert, wo ich es gar nicht so richtig mitbekommen hatte erst. Wir haben ja in der, ich glaube, vorletzten Folge die Kokosnuss eingepflanzt für Maui. Und da hieß es ja, wir sollen uns da länger drum kümmern. Ach so, ich müsste übrigens auch mal kurz zum Wald gehen, fällt mir gerade ein. Oder zumindest mal angucken. Ich habe zuletzt gesehen, dass das nämlich rot war. Und da habe ich dann nochmal gegossen. Das war heute... Heute war es, glaube ich. Habe ich dann da nochmal gegossen. Mehr konnte ich dann allerdings nicht machen. Und da müssten wir da mal gucken, ob wir da eventuell auch nochmal kurz gießen können. Ich bin jetzt hier gerade am gucken. Moment, das kann ich reintun, weil das wollte ich ja eigentlich mitnehmen. So, dann haben wir noch einmal. Da habe ich nämlich meiner Tochter dann gezeigt, was man hier alles so machen kann. Und da habe ich dann gezeigt, was, beziehungsweise wo man auch Eisenerz bekommt. Und da habe ich dann natürlich erstmal welches abbauen müssen. Deswegen schleppe, achso, Moment, was mache ich denn jetzt? Deswegen schleppe ich das nämlich jetzt auch mit mir herum. So, was ich aber eigentlich sagen wollte bezüglich Maui bzw. der Kokosnuss. Wir hatten ja diese Kokosnuss eingepflanzt und die wollte ich dann nochmal gießen und habe sie erst nicht gefunden. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo hatten... Nee, hier war das, ne? Hier. Aber da ist nichts rot, weil... obwohl vielleicht... Ich weiß nicht, ob das jetzt rot wird. Wir gucken trotzdem nochmal kurz nach. Weil das vielleicht den einen oder anderen von euch auch interessieren wird. Aber die sieht eher... Ja. Ich kann ja wieder nicht sehen hier. Naja, aber das sieht nicht so aus, als ob man die gießen kann. Also ich denke, dass die dann hier tatsächlich auch rot wird. Weil hier unten, wir hatten hier irgendwo die Kokosnuss. Da war es nämlich genauso. Die ist dann nämlich so rot angezeigt worden. Und dann bin ich da hingegangen. Da wollte ich die eigentlich gießen. Und dann habe ich sie aber nicht... gießen können, weil ich sie nicht gefunden habe. Na, ich wusste doch, dass das bestimmt wieder kommen würde, wenn ich hier jemanden gießen muss, vor allen Dingen. Ja, und irgendwo hier vorne, glaube ich, stand der Baum. Und ich habe gedacht, oh, cool, da ist ein Kokosnussbaum draus geworden. Können wir bestimmt mal abernten. Hab den dann potenziell abgeerntet, in Anführungszeichen. Und ja, da war er plötzlich weg. Aber, falsche Taste, stattdessen habe ich jetzt hier diese Kokosnuss bekommen. Mauis Kokosnuss. Und die sollen wir jetzt zu Maui bringen. Wenn ich ihn denn mal irgendwo auf der Karte finden würde. Ach, hier, ah, ich habe ihn doch gerade gesehen. Da. Der ist... Ja, wo ist er denn da? Stehen die da? Oscar, Mann. Es ist irgendwie das Gefühl... Ich glaube, das ist hier drin, oder? Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Scar mir immer wieder auflauert. Egal, wo ich hingehe. Ja, unschwer zu erkennen. Oh, ich sehe gerade was. Ach, das sind Handschuhe. Entschuldigung, ich bräuchte deine Hilfe. Ein Donutsitz. Oh Gott. Falls du Hilfe brauchst, frag einfach Maui. Nein, Hilfe brauche ich nicht, aber ich wollte dir welche bieten. So, gib erstmal die Kokosnuss hier. So. Oh, hey.
Tada! Kokosnüsse, eine der vielen Taten, die mich zum Helden gemacht haben. Da wir gerade von meinem Heldentum sprechen, bist du ebenfalls ein Halbgott. Du bist ein bisschen klein. Nein, das ist sowas von verrückt. Du bist nur ein einfacher Mensch, der nichtmenschliche Dinge tun kann. Richtig? Eigentlich ist es mir egal, denn jetzt wachsen die Kokosnüsse auf natürliche Weise am Strand. Man muss keine Aale mehr vergraben. Okay, du kannst gehen. Ich muss über meine nächste Heldentat nachdenken. Schau später wieder vorbei. Wow, schön. Ach, ihn hatte ich noch gar nicht gelevelt. Sehr schön, dann werde ich das demnächst mal tun. Übrigens fällt mir gerade ein, ich habe mich ein bisschen umgezogen. Ist euch vielleicht schon aufgefallen? Ja, ist ein bisschen doof, wenn Mini so im Hintergrund steht. Ich habe andere Schuhe angezogen. Die Hose hier fand ich richtig geil. Ja, gut, die Schuhe habe ich dann angezogen, weil die, so wie es aussah, passend zu der Hose waren. Als Oberteil habe ich jetzt nicht so richtig Passendes gefunden. Da fand ich das eigentlich am besten noch von denen, die ich jetzt habe. Und die Flügel fand ich ziemlich geil. Das heißt, die unteren beiden Sachen gehören zusammen und die oberen beiden Sachen gehören zusammen. Ja, ich stand gerade verlassen, aber ich darf wieder nicht verlassen. Ich liebe diese Tür. Aller guten Dinge sind drei. So, was ich auch noch übrigens festgestellt habe. Moment. Habe ich einen Apfel dabei? Nein, natürlich wieder nicht. Ich versuche ja immer noch die Tiere zu zähmen. Ich sag euch sofort, was ich festgestellt habe. Der Kleine, der ist hier mal bei mir. Nicht weglaufen. Ist bestimmt jetzt schon weg, wenn ich wiederkomme. Hallo. Bitteschön. Au, sehr schön. Und weg ist er. Und wir haben eine neue Erinnerung. Oh, das ist doch Rapunzel, oder? Den Typen würde ich doch immer wieder... Ich meine, das ist Rapunzel. Total verführend. Ja, genau. Wusste ich's doch. Wobei... Ach so, genau. Ich habe zwei Sachen sogar mittlerweile festgestellt. Wenn man... Ich hoffe, ich finde das jetzt noch. Natürlich nicht. Wenn man auf Sammlung klickt und auf Charaktere. Ich habe mich ja immer wieder darüber beschwert, dass man nirgendwo sieht, welches Level die einzelnen Charaktere haben. Vielleicht habe ich das auch schon mal festgestellt und habe es dann wieder vergessen. Ich bin mir nicht sicher. Wenn man hier drauf guckt und sogar da drauf geht, das habe ich jetzt gerade auch neu gesehen, muss ich sagen. Da kann man erstmal alle Sachen nochmal sehen. Die Lieblingsdinge des Tages. Das wusste ich noch nicht. Traumstile, mehr Details. Mehr Details geht nicht. Traumstile. Ah, das sind dann die Sachen. Ach, jetzt verstehe ich das mit dem 2 von 2. Ah, das sind dann also die Klamotten hier. Verstehe. Warum der dann rausgeht, weiß ich allerdings, beziehungsweise verstehe ich allerdings nicht. So, da könnt ihr dann nämlich sehen. Wolle-I habe ich auch mal nebenbei durch Gartenarbeit tatsächlich hochgemacht. Ja, Abhängen-Bonus, ne, ist wie immer. Und ich meine, bei Wolle-E war es ja irgendwie, man konnte ja nichts anderes nehmen eigentlich, ne, so von wegen Pflanzen und so. Habe ich natürlich Gartenarbeit genommen. Lilo und Stitch müssen wir mal schauen, wo wir den überhaupt herkriegen. Ich habe ein Video gesehen, dass er wohl irgendwie auf dieser kleinen Insel, auf der Insel landet. Aber ich weiß nicht, ich hoffe, dass das vielleicht mit der Aufgabe von Goofy zusammenhängt. So, Maui, den müssen wir auf jeden Fall noch leveln. Aber da habe ich jetzt im Moment ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Vajana ist schon ausgelevelt. Remi müssten wir noch ein bisschen leveln. Habe ich so gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Was ist denn das für ein Rucksack eigentlich? Das wäre wahrscheinlich das Nächste, was man bekommt. Scar konnte ich noch nicht leveln, aber mit dem könnte ich wahrscheinlich heute sprechen, weil gestern konnte ich es noch nicht. Was ich gesehen habe, Ariel und sogar Erik werden freigeschaltet, wenn man mit Ursula die Quest weitermacht. Elsa ist ja klar. Christoph ist gerade mein absolutes Hassobjekt. Ja, es tut mir wirklich leid. Im Film oder in den Filmen mag ich Christoph unheimlich gerne. Das ist so der absolute Traumtyp, sage ich jetzt mal, so als Schwiegersohn bzw. als Ehemann. Halt lustig, ein bisschen vertrottelt, aber wirklich treu doof, ne? Und ich mag ihn unheimlich, genauso wie die beiden natürlich. Aber Christoph hat eine Angewohnheit entwickelt. Immer wenn er dabei ist, habe ich irgendwelche Bugs, zum Beispiel wenn ich durch Türen laufe. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht habe ich heute auch nur einen scheiß Tag im Spiel. Ich habe keine Ahnung. Und er hat mich mindestens 8-mal, also die Male, wo ich mitgezählt habe, blockiert, während ich ein Feld am Ernten war.
Er ist heute mein Hassobjekt geworden. Mutter Gutel habe ich schon komplett hoch. Dagobert haben wir hoch. Donald Duck, ja gut, da hatte ich noch nicht so die Lust drauf. Sind wir mal ganz ehrlich. Goofy müsste ich allerdings noch ein bisschen höher machen, weil ich glaube, da war irgendwas. Ach so, genau, diese eine Story, die müssen wir sowieso mit ihm machen. Mickey, ich will jetzt nicht raufgehen, aber der könnte auch noch ein zweites Teil bekommen durch das Event. Ja gut, Minimaus habe ich nur bis zur Hälfte gelevelt. Und die müssen wir natürlich auch noch freischalten. Das machen wir dann ein andermal. Und schon geht man raus, ist Mutter Gotel wieder hier. Na, alte Schachtel, was willst du denn schon wieder von mir? Nein, ich möchte jetzt nicht mit dir. Ach so, Moment. Jetzt habe ich auch gar keine neue Quest von Maui, oder? Nächste Aufgabe ist gesperrt, bis er Level 4 erreicht hat. Das wäre für mich persönlich jetzt perfekt, weil ich ihn gerne nämlich leveln würde, direkt bis auf 10. Die Frage wäre jetzt... Ach so, wir können bei Merlin weitermachen, wegen Wolli. Deswegen haben wir auch erst Wolli gemacht. Dann würde ich sagen, dass wir tatsächlich... Das ist das mysteriöse Wrack. Da muss ich noch mit ihm reden. Da kriegen wir übrigens auch wieder 500 Dreamlight. Das wäre auch nicht schlecht. Wolli ist auf Level 10. Ach so, ich soll Wolli einen freundlichen Nachbarn vorstellen, indem ich Goofy anspreche. Okay, aber das möchte ich trotzdem heute noch nicht machen. Ich möchte ehrlich gesagt Merlin machen. Stimmt, ich muss da ja hingehen. Das kann ich ja gar nicht so anklicken. Merlin, Merlin, da ist er. Weil ich hoffe immer noch, dass wir endlich mal diese blöde Gießkanne verbessern können. Ich habe ja immer gedacht, das wäre das Letzte, aber irgendwie ich ist es kann doch nicht in die Zukunft sehen. Also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Gameplayerin, genau dich wollte ich sehen. Ich habe mir eine Möglichkeit ausgedacht, deine Gießkanne weiter zu verzaubern. Na, hoffentlich. Damit solltest du in der Lage sein, die großen, lästigen Pilze zu entfernen. Es wird allerdings einige Arbeit erfordern. Bist du bereit? Das bin ich schon so lange. Ganz genau, ich habe die Nase voll von diesen Pilzen. Das ist die richtige Einstellung. Das Erste, was wir brauchen, ist gereinigtes Nachtscherbenpulver. Ja, nichts leichter als das. Die Scherben sind sehr hart, aber wir müssen sie zerkleinern. Kennst du jemanden, der gut im Zerkleinern von Dingen ist? Stitch würde ich jetzt mal behaupten. Ich kenne einen kleinen Roboter. Ach so, ja, stimmt, das auch. Vielleicht kann Ursula sie mit einem Zaubertrank zerkleinern. Nee, ich würde jetzt sagen, wir nehmen Wolli. Zumal der ja auch, ne, die Voraussetzung war. Du meinst Wolli? Ja, er sollte helfen können. Sprich so bald wie möglich mit ihm darüber. Okay. Danke, sehr freundlich. Die letzte Prüfung. Wir kriegen endlich... Achso, unsere Verbesserungen wissen aber gar nicht, wo Wolli eigentlich ist. Ich laufe hier so schön da. Ich laufe hier so schön umher. Wehe, Wolli, wenn du jetzt... Ja, Scar, mit dir wollte ich auch reden. Aber jetzt... Übrigens, da... Nee, jetzt ist es da. Ich habe zwei Dekos noch reingestellt für Weihnachten. Da bin ich ganz stolz drauf. Wolli ist jetzt wieder abgehauen, ganz nach Disney-Manier. Da ist er. Ja, hallo, Wolli. Ah. Nein, das will ich nicht. Hä? Das ist aber doch nur die Goofy-Quest. Moment, Moment. Die letzte Prüfung. Ach so, stelle gereinigte Nachtscherben her. Ja klar, ich muss natürlich erst... es tut mir leid, Wolli, ich muss nochmal eben weg. Ich komme aber später wieder auf dich zurück. Das habe ich jetzt... ich war jetzt ein bisschen verpeilt, ich weiß auch nicht. Ich bin so froh, dass ich überhaupt wieder irgendwas machen kann. Ganz offiziell auch zum Aufnehmen, dass ich... 5 waren es, glaube ich, oder? Dass ich hier gerade komplett... sprich mit Wolli. Ja, den hatte ich ja jetzt gerade. Wolli, bleib hier. Ich habe gesagt, du sollst nicht abholen. Ich komme gleich wieder auf dich zurück. Bleib stehen. Wolli. Da ist er. Der hält sich übrigens gerne hier unten an meinem Karottenfeld auf. Ich weiß nicht, warum. Wolli. Bitteschön. Wolli, glaubst du, du könntest diese Scherben für mich zerkleinern? Wolli! Tada! Ein Pulver so schwarz wie die Nacht. Danke, Wolli.
Yippie. Danke. Ah, ich finde das immer so süß. Man weiß nie, was er damit sagen will, aber es ist so süß. Wir haben viel zu tun. Ausgezeichnet, Gameplayerin. Jetzt habe ich eine Herausforderung für dich. Wir arbeiten nun schon eine Weile zusammen und ich denke, du bist bereit. Bereit, selbst ein Zauberer zu werden. Wieso nicht Zauberin? Ist mir ja scheißegal, wie ich angesprochen werde. Wow, bekomme ich dann einen spitzen Hut? Genau. Das ist ein Buch über die Verzauberung von Gegenständen. Es ist in Rätseln geschrieben, die jeder wahre Zauberer enträtseln kann. Ich gebe dir einen Hinweis. Du brauchst den Eistränensamen. Wo zur Hölle kriege ich den denn her? Er war im Einband des Buches versteckt. Ach so. Hier, nimm ihn. Manchmal sollte man vielleicht weiterhelfen. Ich habe noch gar nichts gemacht. Moment. Zutaten. Ach, das kann ich gar nicht benutzen. Okay. Ein Herz aus Eis, Pulver so dunkel wie die Nacht. Ja gut, das dürfte das hier sein, Nachtschirmpulver. Ein Herz aus Eis. Meinen die das damit? Samen für Eisträume? Fallendes Wasser und Pilze. Fallendes Wasser und Pilze. Wollt ihr mich verarschen? Nee, aber das Herz aus Eis habe ich immer noch nicht. Ich laufe jetzt hier einfach mal sinnlos in der Gegend herum. Kann man denn hier irgendwas machen? Eine gereinigte Nachtscherbe meine ich jetzt nicht damit, ne? Ja, hier wird wahrscheinlich nichts bei sein. Also ich denke, es sind tatsächlich Sachen, die wir selber finden müssen. Herz aus Eis, fallendes Wasser. Ich bin hier gerade. Stehe sowas von auf den Schlauch, glaube ich. Wahrscheinlich kriege ich irgendwas davon jetzt nur in den Eishöhlen oder so. Aber die Gießkanne ist jetzt noch nicht verbessert. Ne? Achso, nee. Wieso will ich die eigentlich bei dem Eis benutzen? Ein Herz aus Eis. Hier wüsste ich jetzt auch nicht. Ich nehme die jetzt mal mit hier. Da kommen wir auch nicht rüber, ne? Hallo, Schneefuchs. Hallo. Ja, hallo. Na, man kann es nicht machen. Ich verstehe auch nicht. Also, diese Fluchttiere, die kann ich absolut nicht nachvollziehen. Warum, wieso, weshalb? Oh, nein, 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 nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Oh. Hey, wo ist denn die Truhe? Kriege ich dann keine Truhe, wenn ich die habe? Na toll. Ich dachte, ich kriege jetzt was. Ich habe ja schließlich alle eingesammelt. Na gut. Also, die nehmen wir mit. Ich, Herz aus. Oh, jetzt geh schon. Ein Herz aus Eis. Also. Ich meine, wir haben. Wir könnten jetzt mal gucken. Moment. Das wird ja auch als nicht im Besitz angezeigt. Wenn wir die Sachen aber trotzdem im Lager haben. Was zur Hölle ist dann fallendes Wasser? Also da ist anscheinend nichts drin. Ach so, übrigens. Geburtstagskuchen. Den habe ich, jetzt muss ich überlegen, wie ich das gemacht habe, den habe ich bei Remi gemacht, weil ich habe nämlich festgestellt, und dazu habe ich schon einen Screenshot auch hochgeladen, ich habe nämlich festgestellt, dass man bei ihm neue Zutaten kaufen konnte, nämlich Milch, Käse, Eier waren dabei, da war noch was dabei, 4 Sachen, glaube ich, waren dabei. Butter, genau. Eier und Butter. Die kann man, wenn auch nicht besonders günstig, bei ihm kaufen. Und die meinen aber keine Blumen, ne? Ich würde jetzt mal einfach alles hier abgehen. Vielleicht steht irgendwo so ein Quest-Symbol drauf. Obwohl Champignons?
Da sagt er mir aber auch, dass ich die habe. Und die habe ich ja eigentlich hier drin. Wo habe ich die denn? Hier, die habe ich hier drin. Da zeigt er mir aber, dass ich genug habe. Das heißt, wenn ich das hätte, müsste der normalerweise... müsste der mir das normalerweise anzeigen. Ich verstehe auch nicht, warum man das hier nicht benutzen kann. Da kommt auch nicht... Ja, ich weiß es wirklich nicht. Also das müsste das Nachtscherbenpulver sein. Ja gut, das ist das Buch, wo alles drinsteht. Ein Herz aus Eis. Samen für Eisträne. Aber ich weiß ja nicht, wie ich die Eisträne machen soll. Das ist das Problem. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt tatsächlich erstmal die Quest mit Elsa weitermachen müssten. Der wie eine gefrorene Träne aussieht. Also nicht wie ein Herz. Vielleicht wie gefallenes Wasser, aber das ist dann... Steht auch kein... ja, steht nur, dass ich quasi auf mich allein gestellt bin. Nee, keine Ahnung. Ich vermute wirklich sehr, dass wir dafür die Quest von Elsa machen müssen. Weil Champignons ist klar, die haben wir. Herz aus Eis vermute ich einfach mal, dass das was mit Elsa zu tun hat. Fallendes Wasser könnte natürlich alles sein. Also, fallendes Wasser. Es könnte auch die Gießkanne theoretischerweise sein. Also, aber wenn ich die jetzt ausrüste, mir passiert nichts. Ja. Da ich ungern die Themen wieder mischen möchte, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass ich dann tatsächlich mal schaue, wie wir das am besten machen. Ich wollte eigentlich die Eiskönigin nicht machen. Ich muss mal überlegen, bis ich die nächste Folge starte, ob ich jetzt doch die Eiskönigin mache. Natürlich mit der Gefahr, dass es vielleicht nicht damit zu tun hat. Oder ob ich tatsächlich Wally-E weitermache. Weil den wollte ich ja eigentlich als nächstes ja durchleveln. Weil er ist jetzt schon auf Level 10. Und da kann man dann halt, wenn alles gut geht, natürlich eine Quest nach der anderen dann schön durchziehen. Ich werde mal schauen. Also eins von beiden, denke ich mal, werden wir machen. Das mit Merlin ist so eine Sache. Herz aus Eis, wie gesagt, könnte Eiskönigin sein. Wäre am naheliegendsten. Fallendes Wasser könnte so ziemlich alles sein, was irgendwie mit Wasser oder so zu tun hat. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Das zerreißt mir irgendwie das Herz. Auf der einen Seite will ich damit weitermachen, auf der anderen Seite damit. Aber das hier möchte ich jetzt auch knacken. Ja. Ich würde mal einfach sagen, wir sehen in der nächsten Folge, bevor ich mich entschieden habe. Bis zur nächsten Folge. Ciao.